Ich komme damit zum zweiten Teil, meine Damen und Herren. Und zwar zur Frage, ob man denn die Corona-Krise, die wir gegenwärtig weltweit erleben, ob man diese im Lichte des Law-as-Culture-Paradigms so analysieren kann, dass dabei interessante Facetten, die vielleicht auch übersehen werden, in den Blick kommen. Ganz kurz und knapp. Setzt sich das Law-as-Culture-Paradigm, wie es in der ersten Phase der Kollegentwicklung von 2010 bis 2016 entfaltet wurde, durch 6 verschiedene Schritte aus. Der erste ist eine Erweiterung des Konzepts von Recht durch eine symbolische, rituelle, eine organisationsförmige Dimension, die nicht nur auf den Normenkomplex abstellt, nicht nur Normativität in den Blick nimmt, sondern gleichzeitig auch ihre symbolischen Verdichtungen und rituellen Verstärkungen ihnen einen Raum gibt, der dazu führt, dass wir neben dem Recht in Wechselwirkung mit dem Recht, staatlichem Recht, das wir letztlich im Auge haben, auch andere Normbereiche ins Visier genommen werden, wie Sitte, Moral, Gewohnheiten, die allerdings andere Sanktionsmechanismen aufweisen, aber wo die Wechselwirkung außerordentlich interessant und spannend sind. In der zweiten, auf der zweiten Ebene, in dem zweiten Blick, den wir auf Recht aus kulturwissenschaftlicher Sicht wenden, geht es darum, die Beziehung vor allem zu einer konkurrierenden Macht in den Blick zu nehmen, das ist die Religion. Recht und Religion sind neben Wirtschaft, das ist selbstverständlich, und Politik, diejenigen Kräfte, die sowohl bei Weber, bei Durkheim, in den meisten soziologischen Analysen als diejenigen Orte angesehen werden, von denen aus das Schicksal von Gesellschaften ihre innere Dynamik und auch ihre Zukunftschancen jeweils analysiert werden. Für die Religion meinen wir, dass wir in einem Prozess der Säkularisierung leben würden, wo die Religion zunehmend erodierend verschwinden würde, während diejenigen Theoretiker, die von einer Zivilreligion sprechen, behaupten, dass sich das Heilige nur an andere Orte bewegt hat, dass wir es nicht mehr im Allerheiligsten der religiösen Räume finden, sondern vielleicht im Fußballstadion, vielleicht bei Lady Di, vielleicht in Fernsehshows, vielleicht an ganz anderen Orten, in denen das produziert wird, was Religion ausmacht, nämlich ein Moment der Effervescence, einer besonderen gesellschaftlichen Dynamik, die übrigens auch etwas mit der Produktion von Integration und Solidarität in einer Gesellschaft zu tun hat. Im dritten Bereich hat uns interessiert die Frage der Globalisierung. Eine Plattitüde nahezu, aber noch einmal besonders interessant in der gegenwärtigen Krise. Schließlich daraus resultierende Konflikte zwischen verschiedenen Lebensvorstellungen, Lebensordnungen, auch Rechtsvorstellungen, wie sie von unterschiedlichen Kulturen gefördert und getragen werden. Um schließlich zu sehen, gibt es hierfür nicht auch eine Art ästhetischen Ausdruck, eine eigene, neben der Force du droit, auch eine ästhetische Kraft, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir Recht nicht nur aus der juridischen Perspektive, sondern einer kulturwissenschaftlichen analysieren wollen, um schließlich auf die Frage einzugehen, wird schließlich, wenn wir Recht als Kultur analysieren, Recht nicht mehr im Namen des Volkes oder im Namen der Gesellschaft, im Namen der Gerechtigkeit, sondern wird Recht möglicherweise im Namen von Kultur gesprochen. So, das ist das Law-as-Culture-Paradigm in Nutze dargestellt. Und wenn wir es jetzt zurück anwenden auf die gegenwärtige Krise, kommen wir, glaube ich, zu sehr interessanten Fragen. Wie ich meine, das ist die These, das können Sie in dem Working Paper nachlesen. Zum Beispiel, wenn man den Rechtsbegriff nimmt, die Beziehung zu normativen Nebenordnungen. Was ist denn eigentlich die normative Kraft, die mit dem Ausnahmezustand, auf den wir uns beziehen im Moment, das ist die zentrale Denkfigur, das ist die Geltungskultur des Ausnahmezustandes, mit der wir es im Moment zu tun haben. Wie sieht das denn eigentlich aus? Wie ist es möglich, dass unterschiedlichste Vorgaben, also beim Friseur ein
ein Hinweis. Wir können Ihnen im Moment nicht die Haare schneiden, aber kommen Sie mal in 2 Wochen wieder. Sie müssen sich aber anmelden, Sie müssen diese und jene Regeln einfach anhören. Woher kommt die normative Kraft, dass wir das akzeptieren? Wieso? Wir sind hier, ich trete hier ohne eine Maske auf, aber sobald ich mich den der Aufnahmeleiterin hier weiter näher bin, müsste ich eine Maske aufsetzen, um die Abstandsregeln hier auch einzuhalten und sie gleichzeitig mit den Vorgaben zu verknüpfen. Was ist letztlich die normative Grundlage und welche Art von normativen Einschränkungen nehmen wir damit in Kauf? Also diejenigen, die sich die vom deutschen Recht her argumentieren würden, die werden sich doch fragen, wie sieht es mit den Bezügen auf Artikel 3 des Grundgesetzes, auf die Religionsfreiheit? Wie sieht es aus mit den Bezügen zur Versammlungsfreiheit? Wie kommt es also, dass wir über einen längeren Zeitraum, ebenfalls überall in der Welt, ohne größere Proteste und Widerstände, in einem Zustand des allgemeinen Gehorsams uns befunden haben? Also ein normatives Laboratorium, wo alle dermaßen fantastisch funktioniert haben, wo sich keiner irgendwie in der Öffentlichkeit getraut hat zu rebellieren. Und das klingt so, als hätte ich das besonders bewundert. Das ist nicht der Fall. Also es bleibt hier etwas wirklich zu diskutieren, diese ungeheure Konformität, die übrigens auch von Martha Buchholz ausdrücklich in ihrem Beitrag, den Sie auf der Website des Kollegs finden werden, thematisiert hat. Nun, was sind Konsequenzen für die europäische Rechtsentwicklung? Was sind Konsequenzen dafür, dass es auch internationale Verpflichtungen gibt, für die Gesundheit der Bürger einzutreten, wenn wir uns einige Staaten anschauen? Es ist ja eine ganz merkwürdige Art von Konkurrenz zwischen den verschiedenen Nationen aufgetreten, wer denn nun die besten Zahlen eigentlich vorzuweisen hat. Wir gucken also immer morgens in den Nachrichten als erstes auf die Zahlen. Das hat sich ein bisschen jetzt wieder verschoben, aber da hat sich ja eine Art von Konkurrenzlage zwischen den Nationen entwickelt und dabei schneiden einige nicht so gut ab und wir meinen, dass wir dafür auch Gründe wüssten. Und da stellt sich eine Frage nach einer Art von internationalen Verantwortlichkeit. Upendra Bakshi, Fellow, der 2012 und 2013 bei uns gewesen ist, wirft diese Frage in aller Radikalität auf, allerdings für die indische Gesellschaft. Und wir müssen solche Mahnungen ernst nehmen, gerade von einem Autor, der in der Grunderfahrung, menschlichen Grunderfahrung des Leidens, des Suffering, auch den Grund für die Geltung der Menschenrechte sieht. Ich lasse es ja einmal dabei. Also wir werden eine Studie darüber haben, eine Aufnahmen, die von gemacht worden sind, über unterschiedliche Arten der Vorgaben, wie wir uns denn zu verhalten, eine Art von Corona Code und ich denke, dass wir das den Corona-Code noch knacken werden. Das ist jedenfalls der Anspruch der kleinen Publikation, die hier vom Kolleg aus geplant ist, meine Damen und Herren. Das Verhältnis zur Religion, das wissen Sie, wird diskutiert. Es interessiert mich auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal, wie wird die Unsicherheit, die mit der Krise verbunden ist, wie wird sie verarbeitet? Wir wissen, dass die Bedrohung durch Tod oder auch das tatsächliche Vorkommen, das sind ja nicht einfach nur Zahlen, das sind ja schreckliche Schicksale, die einfach dahinter stehen. Wenn man sich vorstellt, dass Beerdigungsinstitute an manchen Orten dieser Welt nicht mehr nachkommen konnten, das ist eine fürchterliche, das ist eine schreckliche Vorstellung. Und wenn nicht einmal mehr die Rituale möglich sind, die mit Beerdigungen von Kulturanthropologen, Soziologen immer wieder darin gesehen wurden, dass die Kontinuität der Überlebenden, es ist ein identitätsstiftendes Moment für die Überlebenden, sind diese Rituale und Zeremonien, Beerdigungsformen sind daher soziologisch, kulturwissenschaftlich von allergrößtem Interesse. Wenn die unterbunden werden, dass damit irgendwo eine Grundsubstanz des sozialen Lebens genommen wird,
Das ist offenkundig und naheliegend. Aber wie stellen wir uns denn vor, Krisen, den Grund der Krisen, wenn wir innerhalb eines religiösen Weltbildes sind, dann versuchen wir es im Allgemeinen in Verbindung zu bringen mit Fehlern, die wir begangen haben. Säkular ausgedrückt, es sind die Fehler der Modernisierung, die uns hier einholen und so weiter und so fort. Solche Überlegungen haben immer wieder eine Rolle gespielt. Wenn ich an die Finanzkrise zurückdenke von 2008 und der folgenden Jahre, da spielt die Metapher der Sintflut eine große Rolle. Die Sintflut, selbstverständlich ein biblisches Bild. Ich bin gespannt, welche Bilder uns noch begegnen werden, die einen solchen religiösen Ursprung aufweisen. Unsicherheit, Todesgefahr, das ist der Nährboden für religiöse Interpretation und den Bedarf von Sinnstiftung. Aber, wie es Greta Olsen ausdrückt in ihrem Beitrag, the desire for narrative closure darf nicht zu schnell befriedigt werden. Wir dürfen nicht mit den einfachen Erklärungen einfach versuchen, die Diskussion oder unser Nachdenken abzustellen. Schließlich die Ebene der Globalität, die globale Dimension der Ereignisse ist für jeden Laien evident. Die Viren machen an den Grenzen nicht Halt, wie wir wissen. Deswegen sind sie auch künstlich zum Teil geschlossen worden, um diesen Übersprung zu verhindern. Wir haben andererseits gesehen, bei einer anderen Krise ähnlichen Ausmaßes und vielleicht auch in manchen einer ähnlichen Bedeutung von Tschernobyl 1986, wie ganz merkwürdige Dinge zu beobachten waren. Man hat den Eindruck, dass die nukleare Wolke an den Grenzen nach Frankreich auf einmal auf geheimnisvolle Art und Weise sich aufgelöst hätte, weil die Berichterstattung in Deutschland und Frankreich völlig unterschiedlich war. Also gibt es auch Fragen der Perzeption, der Rezeption, der Verarbeitung, selbst von der naturhaften Entwicklung ausgesehenen globalen Prozesse, die kulturell determiniert und gesellschaftlich eingehegt, gesellschaftlich bestimmt sind. Und das ist auch in diesem Zusammenhang zu beobachten gewesen. Und so stellt sich die Frage demnächst, ob wir nicht zwischen deutschen und französischen Perzeptionsmustern unterscheiden müssen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, wir machen auch viele Erfahrungen, ob ich mit Kollegen und Kolleginnen in Indien oder in Russland oder in den USA zu tun habe, was im Moment also meine Lebenswelt angeht, das ist Lehrveranstaltungen zu machen, als Universitäre, als Forscher tätig zu sein. Alle klagen über E-Learning einfach. Die Klagen sind überall dieselben oder auch die Freude daran, der Spaß daran. Ein lieber Kollege von mir aus Heidelberg hat mir neulich geschrieben, ja, das Problem ist einfach nur, es wird von uns erwartet beim E-Learning, dass wir sowohl Regisseur sind, Hauptdarsteller, Kulissenschieber und auch noch ständig das Skript erneuern würden. Das ist also schon ein bisschen viel und das ist selbst von den Helden in Hollywood nicht erwartet worden. Also wir haben dort noch eine ganze Menge zu lernen und das ist nur ein Beispiel dafür, dass wir in einer gleichartigen Situation uns befinden. Aber was bedeutet hier die Globalität wirklich? Das können wir da genauer hinzuschauen und inwieweit die Globalität im Sinne eines internationalen Austauschs nicht gerade auch für die Verbreitung gerade entscheidend gewesen ist, sodass wir andererseits Mechanismen dem entgegenzusteuern wieder aus globalen Erfahrungen beziehen, zeigt, dass wir es hier auch mit vielen Gesichtern von Globalisierung zu tun haben. Und dass wir dafür sicherlich auch noch ein besseres Verständnis gewinnen können und müssen und dabei die normative Dimension nicht zu unterschätzen haben. Matthias Lehmann hat in einem sehr interessanten Beitrag darauf hingewiesen, dass wir schon so etwas wie eine Wiederbelebung auch des Nationalstaates in diesem Zusammenhang erleben, weil letztlich Maßnahmen, entscheidende Maßnahmen, selbst in einer föderalen Struktur wie der Bundesrepublik, auf einmal auf zentraler Ebene, wenn wir die dominante Rolle von Frau Merkel uns anschauen, wogegen von den Ministerpräsidenten ständig opponiert wird, aber das ändert nichts an dem Tatbestand einfach. Die Nation ist auf einmal, und in diesem Fall also eine Regierungseinheit, ist die entscheidende Handlungsinstanz
geworden, ein Comeback des Nationalstaates, wenn er je aus dem Spiel gewesen sein sollte, ist ganz offensichtlich zu beobachten. Schließlich das Verhältnis von normativen, partikularistischen zu universalistischen Trends der Frage von Spaltungen, von kulturellen Widersprüchen, von gar von Clashes of Civilizations oder Clashes of Legal Cultures, die sind hier sicherlich zu beobachten. Und insofern freue ich mich besonders darauf, dass es gelungen ist, von ehemaligen und aktuellen Fellows Beiträge aus Argentinien, aus Italien, aus Nigeria, aus Russland, den USA, Frankreich, Belgien und so fort zu mobilisieren, die uns gerade diese jeweiligen kulturellen Einbettungen sicherlich in den einzelnen Beiträgen, aber hoffentlich auch demnächst in der Publikation so sichtbar machen werden, dass wir verstehen, wie hier globale Tendenzen einerseits und dann aber auch solche der kulturellen Differenzierung ineinandergreifen. Und das macht das unter anderem das Faszinierende dieser Entwicklung aus und der Beobachtungen, die wir gegenwärtig machen können, wo auch die Beiträge im deutsch-französischen Vergleich, glaube ich, besonders interessant sein können. Und auch die Hintergründe, die jeweils aus unterschiedlichen Weltreligionen ins Spiel gebracht werden, vom Judentum etwa bis zum Islam, wo wir wissen, dass Moscheen zunächst nicht geschlossen wurden und große Sorgen bestanden, was sich nun in Mekka eigentlich abspielen würde und so weiter und so fort. Und hier jedenfalls ausgesprochen interessante Phänomene zu beobachten sind. Ich freue mich auch darüber, dass Martin Prisch-Bielski einen interessanten Beitrag verfasst hat und beigesteuert hat. Imagining Infection in the Babylonian Talmud. Also in einer religionsgeschichtlich orientierten Perspektive darauf hinweist, wie eigentlich mit dem Tatbestand der Infektion im babylonischen Talmud umgegangen ist. Und dabei sind wir schon im Bereich auch der Phantasmagorien, der Art und Weise, wie wir uns vorstellen, dass Krisen auch dargestellt werden können, dass sie visualisiert werden können. Und das betrifft die Frage nach einer, gestatten Sie mir den etwas riskanten Ausdruck, einer eigenen Corona-Ästhetik, die sich möglicherweise entwickeln kann. Die Künstler sind gefragt, einfach um Künstlerinnen zu interpretieren, sich zu äußern und ihre Deutungsbeitrag zu leisten. Ich fand es besonders interessant, wie am 2. Mai, also in der vergangenen Woche, Dennis Josef Mesig hier in Bonn eine Installation präsentiert hat, in der Schaufensterpuppen in diese Trennbanderolen, rot-weißen Banderolen, die ja Marker für Grenzziehung sind, also die darf man nicht überschreiten, das kennen wir auch aus den Tatortsendungen und so weiter. Also da muss man ganz früh, da ist der Tatort und 50 bis 60 Schaufensterpuppen, Kinder, Frauen, Männer sind darin eingewickelt gewesen und waren auf dem Platz vor dem Beethoven-Denkmal versammelt. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, war es, glaube ich, keine so ganz vollständig angemeldete Veranstaltung. Aber es war ein eindrucksvolles Bild, das erzeugt wurde und in gewissem Gegensatz steht zu dem, was man als Corona-Kitsch auch bezeichnen könnte, wenn der in Bonn notorische Beethoven und aus der Installation, in der diese Beethoven-Zwerge dort am selben Ort platziert waren und sich inzwischen in jedem Schaufenster wiederfinden, nunmehr auch mit einer Maske versehen sind, um damit eine besondere Aktualität zu signalisieren. Theoretisch interessanter, aufregender und auch dramatischer ist die Frage, ob im Namen von Corona nunmehr jede Art von Einschränkung der Grundrechte und Freiheitsrechte möglich war, möglich sein wird. Hier ist es interessant, auf Gerichtsentscheidungen im vorläufigen Verfahren, welche Rechtsbehelfe überhaupt möglich waren, wie Gerichte entschieden haben, die immer wieder auch auf Verhältnismäßigkeit der Eingriffe
insistiert haben und darauf, dass solche Einschränkungen einer permanenten Überprüfung unterliegen, sodass am Ende doch der Eindruck, dass wir auf einmal über den Ausnahmezustand eine Art von rechtsfreien Raum geschaffen hätten, dass dieser Eindruck meines Erachtens nicht bestehen kann. Gleichwohl habe ich versucht, in dem Working Paper eine Art von idealtypischer Konfiguration einer Geltungskultur des Ausnahmezustandes zu entwickeln und zu entfalten, indem das Pathos der Ausnahme, symbolische Repräsentation, die Suspension der normalen, normativen Ordnungen, Institutionen als Entscheider und eine Art von Dynamik, in der das Ausnahmeleben gegen das langweilige, sozusagen reale Leben gestellt wird, zu entwickeln, von dem man, wenn Sie sich das anschauen sollten, sehen muss, dass es ein idealtypisches Bild ist, wo gerade im Moment die Frage der Konformität ja noch einmal diskutiert wird im Zusammenhang mit dem Dekonfinement oder der Auflösung oder der Lockerung wird doch eine sehr viel größere Vielfalt der Auffassungen sichtbar. Und wir müssen sehen, wie sich das weiter entwickelt, ob die über lange Zeit erscheinende Legitimität der Eingriffe und der unbefragten Befolgung der Anordnungen, ob es tatsächlich und wie lange es ewig vorhält. Wie sieht das aus mit den Hygienekonzepten in der Bundesliga, damit das, was das Platz erfolgt, die Südkurve, die nicht stattfinden darf, als ein sozial außerordentliches Ereignis, aber tatsächlich stattfinden kann. Was wird demnächst mit dem Karneval sein? Das geht im November los, das ist gar nicht mehr so lange. Wie sieht es dann tatsächlich auch mit Gottesdiensten aus und einer Reihe von anderen Aktivitäten der Bewegungsfreiheit, deren Einschränkungen wir uns ja doch auch weitgehend unterworfen haben. Viele Menschen kennen so etwas wie Urlaub und Ferien. Und also es wird in der nächsten Zeit werden sehr viele Fragen auf uns zukommen. Die, und das scheint mir das ganz Besondere zu sein, und damit möchte ich eigentlich auch schon schließen, es gibt noch eine, wie ich meine, gemeinschaftstheoretisch besonders interessante Conclusion oder Conclusion, die über die gemeinschaftlichen Aspekte der Corona-Krise, die aber, meine ich, vor allem eines gezeigt haben, was wir nicht immer in unserem Alltagswahrnehmen, Praktiken und Ritualen auch wahrnehmen wollen. Es gibt eine Art von elementarer Sozialität, die das soziale Leben in vielen Einzelheiten und Feinheiten durchdringt und bestimmt, die Georg Simmel als Wechselwirkungsprozesse bezeichnet hat, in denen wir uns gegenseitig anschauen, in denen wir miteinander kommunizieren, zwischen und jenseits den formalen Strukturen von Bürokratien, Institutionen und anderen Einrichtungen moderner Gesellschaften, die erst in ihrer Gesamtheit das soziale Leben ausmachen, so wie es Anthropologen doch immer seit der Antike formuliert haben, dass wir soziale Wesen sind, die auf Sozialität angewiesen sind. Und was wir erlebt haben, war die Reduktion von Sozialität auf eine wirklich, finde ich einigermaßen mirakulöse, duale Zweier-Gemeinsamkeit, die auf einmal als Zauberzahl im Raume stand und als diejenige, die letztlich auch über unser soziales Leben insofern bestehen würde, weil sie unsere Rettung wäre, die Reduktion der sozialen Formen von Betrieb auf Haushalt, indem wir Homeoffice überall machen, also die formalen Betriebsstrukturen aufgelöst wurden, Schulen nicht mehr ihre Erziehungs- und Aufgaben der kognitiven und emotionalen und sozialen Vermittlungsaufgaben wahrnehmen, sondern dieses in das Elternhaus wiederum in den Haushalt verlagert wird. So können wir viele Beispiele sehen, wo eigentlich von zentralen Einrichtungen moderner Gesellschaften
zurückgetreten wurde und zurückgefahren und dieses in eine gemeinschaftliche primäre Sphäre zurücktransferiert wurde in einen Ort der Gemeinschaftsbildung, der auf einmal als Rettung die aus dieser Krise erscheint. Das finde ich für sich genommen noch einmal außerordentlich interessant. Meine Damen und Herren, ich bin damit eigentlich auch schon am Ende, wenn ich nicht mit einem schönen Zitat von Georg Simmel schließen wollte, das ich Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten darf. Und zwar, es bestehen außer jedem weithin sichtbaren, ihrem Umfang und ihrer äußeren Wichtigkeit allenthalben aufdrängenden Erscheinungen ein unermessliches Ziel, Vielzahl von kleineren, in den einzelnen Fällen geringfügig erscheinenden Beziehungsformen und Wechselwirkungsarten zwischen den Menschen, die aber von diesen einzelnen Fällen in gar nicht abzuschätzendem Maße dargeboten werden und indem sie sich zwischen die umfassenden sozusagen offiziellen sozialen Formungen schieben, doch erst die Gesellschaft, wie wir sie kennen, zustande bringen. Und wie sehr wir diese vermissen in Cafés, beim Flanieren, das in manchen Gesellschaften tatsächlich verboten war. Wir haben darüber eine Ausstellung hier im Kunstmuseum Bonn gehabt. Oder wir auf einmal, nachdem, das ist noch gar nicht so lange her, wir eine Maskenausstellung kommentiert haben und dabei auf sogenannte primitive Gesellschaften geschaut haben, nunmehr uns in einer Maskengesellschaft wiederfinden. Das ist faszinierend, wie ich meine. Und lohnt den Blick des Kulturwissenschaftlers, der zugleich dabei seine normativen Ausdrücke im Blick hat. Mehr finden Sie dazu auf unserer Website, in dem Working Paper und wie ich hoffe auch demnächst in dem Buch, in dem auch etwa Arbeiten über Law and the Arts, das ich Ihnen vielleicht noch einmal anempfehlen könnte bei dieser Gelegenheit, damit Sie sehen, wie überhaupt Verbindungen zwischen Recht und Kunst hergestellt werden können, nicht nur in der klassischen Law and Literature-Frage oder wie die Dimensionen dieses Law as Culture Paradigms für umkämpftes Recht interpretiert und in Forschungsperspektiven transferiert werden können, wie es etwa von Jan Sundrup praktiziert worden ist. So kann ich insgesamt auf diese Reihe verweisen und vermute, dass Sie dort noch viele Anregungen für einen kulturwissenschaftlichen Blick auf unsere gegenwärtige Krise erleben können, die ein Laboratorium ist und auch von der ich hoffe, dass wir am Ende etwas gelernt haben werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren.